Salut, bienvenue bei Fit für Franze. Wo gehört ein Adjektiv hin? Welche Adjektive gehören vor das Nomen, welche dahinter? Hier meine ultimative Gebrauchsanleitung. Danach machst du alles richtig. Allons-y, los geht's. Paris est une ville intéressante. Paris ist eine interessante Stadt. Im Gegensatz zum Deutschen stehen die meisten französischen Adjektive hinter dem Nomen. Die Franzosen sagen also, Paris ist eine Stadt interessante, klingt komisch, ist aber so richtig. Das gilt für mehrsilbige Adjektive wie intéressant, aber auch für Adjektive, die Nationen bezeichnen. Paris est la capitale française. Paris ist die französische Hauptstadt. Paris est ma ville préférée. Paris ist meine Lieblingsstadt. Auch Adjektive, die von einer Verbform wie einem Partizip abgeleitet sind, stehen hinter dem Nomen. Voici un chapeau rouge. Ebenso gehören Farbadjektive immer hinter das Nomen. Rouge, jaune, bleu, vert, marron und so weiter. Nur einige wenige französische Adjektive stehen vor dem Nomen. Un grand chien, un petit âne. Das sind häufig benutzte Adjektive. Viele davon kannst du gut als Gegensatzpaare lernen. Grand, petit, groß, klein, bon, mauvais, gut, schlecht, long, court, lang, kurz, jeune, vieux, jung, alt, aber auch joli, hübsch, gros, dick und die Adjektive beau, schön und nouveau, neu gehören dazu. Die Stellung des Adjektivs hat also nichts mit seiner Länge zu tun. C'est un chien triste. Trist, traurig ist kurz. Aber gehört nicht in die Gruppe oben, also immer hinters Nomen damit. C'est un petit chat chou, das ist eine kleine süße Katze. Wenn ein Nomen von zwei Adjektiven begleitet wird, die normalerweise vor dem Nomen stehen, wie petit, beziehungsweise nach dem Nomen stehen, wie chou, süß, niedlich, dann bleibt die Stellung dieselbe. Zur Betonung kann ich die Adjektive aber auch mit e verbinden und dahinter stellen. C'est un chat petit et chou. Das geht auch. Wusstest du, dass es sogar Adjektive gibt, die sich wie von Zauberhand komplett verwandeln können? Diese Adjektive ändern nämlich ihre Bedeutung, wenn man sie vor oder hinter das Nomen stellt. Warum un propre chien nicht dasselbe ist wie un chien propre, das verrate ich dir in dem oben verlinkten Video. Schau dir das Video unbedingt mal an und denk an dein Abo für deine bessere Note in Französisch. Merci de ta confiance et à très bientôt bei Fit für Franze.